Ich möchte euch heute mal von einem positiven Nebeneffekt berichten, den ich erlebt habe, als ich die Ursachen für meine Ohrgeräusche, meine DPDR und so losgeworden bin. Und zwar hatte ich mein halbes Leben, das werden viele von euch wahrscheinlich kennen, also zumindest lese ich das auch in unseren Gruppen zu den Themen relativ häufig. Ich hatte mein halbes Leben lang so eine Knirschschiene, die ich nachts getragen habe, so eine Aufbissschiene, ne? Das war quasi so eine kleine Kunststoffschiene, die man sich auf die Zähne macht, die mir dabei, ja, die im Grunde verhindert hat, dass meine Zähne sich abreiben und die hat dafür gesorgt hat, dass der Druck sich gleichmäßig verteilt, weil ich halt nachts wirklich unglaublich stark mit den Zähnen geknirscht habe und den Kiefer so die Zähne aufeinander gedrückt habe. Das war so laut und so heftig, dass selbst meine Nachbarn von nebenan durch die Wand das gehört haben und mich am nächsten Tag gefragt haben, was bei mir los war, weil sie sich Gedanken gemacht haben. Ja. Also das war wirklich sehr heftig und ich bin das aber nie losgeworden, auch durch diese Schiene nicht, bis ich dann irgendwann mal erfahren habe und mir klar geworden ist, dass das eigentlich nur Schadensverhinderung ist sozusagen, Schadenseingrenzung und dass das einfach nur verhindern soll, dass die Zähne weiter kaputt gehen oder zu schnell kaputt gehen. Mein Zahnarzt hat aber gesagt, dass das letztendlich auch irgendwann hat er mir das auf meine Nachfragen gesagt, dass das natürlich nicht die Ursache beseitigt. Ja. Übrigens gibt es dafür so einen Oberbegriff, unter dem die Zahnärzte und ich glaube auch die Kieferorthopäden das so zusammenfassen. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. CND nennt sich das, kraniomandibuläre Dysfunktion, wenn ich mich nicht total irre jetzt. Und wie gesagt, ich hatte das auch massiv. Über mein halbes Leben, sogar mehr als mein halbes Leben, also seit meiner Jugend habe ich so mit den Zähnen geknirscht. Und jetzt ist es weg. Und es ist weg, seit ich die anderen Dinge losgeworden bin, seit ich meine Ohrgeräusche losgeworden bin, seit ich meine DPDR losgeworden bin. Seitdem ist Ruhe. Ich knirsche nicht mehr, ich brauche diese Schiene nicht mehr, die benutze ich jetzt seit über einem Jahr nicht mehr. Ich finde es auch viel angenehmer, ohne die Schiene einzuschlafen, muss ich sagen, weil die hat mich doch immer mal aufgeweckt, weil sie doch ich hatte so eine festere, weil die weichen habe ich immer durchgebissen, grundsätzlich nach wenigen Wochen, manchmal schon nach Tagen. Und ich hatte dann so eine festere, die sind ein bisschen dicker und stören ein bisschen mehr am Mund und ich mochte das auch nicht so einzuschlafen. Und im Grunde war die Lösung des Problems für mich dieselbe wie diese anderen besagten Dinge loszuwerden. Und zwar war es für mich ganz simpel. Mir ist irgendwann klar geworden, nachts schaltet sich mein Körper ab und mein Kopf an. Ja? Also mein Körper liegt zwar da und ruht sich aus, aber mein Kopf arbeitet auf Hochtouren. Und das ist auch völlig normal, denn das ist so gedacht, dass der Kopf nachts die Dinge, die Erlebnisse des Tages und der aktuellen Zeit, die wir erleben, so verarbeitet, ja, und einsortiert, archiviert und für sich irgendwo ablegt, aufarbeitet und verarbeitet. Und zu der Zeit vor allem, wo ich diese Sorgen hatte und diese Probleme mit meinem Tinnitus und der DPDR, hat das natürlich unfassbar auf Hochtouren gearbeitet, weil mich das so belastet hat, dass mein Nervensystem da so dermaßen zu tun hatte, da dran zu basteln und sich das natürlich auch in dieser, ja, wie soll ich sagen, Druckentladung sozusagen geäußert hat, dass eben diese Spannung aufgebaut wird. Es ist sowieso dieser Bereich hier bei mir und ich weiß auch bei sehr vielen Leuten, dieser Bereich Kiefer, Nacken und Schultern und sowas, das ist alles ein Bereich, der sehr massiv unter Druck und Anspannung steht sozusagen während solcher Stressphasen und Angstphasen und Sorgenphasen. Und deswegen war es für mich ganz logisch, an die Ursache ranzugehen, nämlich an die diesen Druck verursacht bei mir, ja? Quasi die Dinge, die mich belastet haben. Ihr kennt inzwischen schon alle die Geschichten, wie ich damit umgegangen bin. Die findet ihr in den ganzen anderen Videos Stück für Stück. Im Grunde habe ich dann dafür gesorgt, dass ich komplett anders damit umgehe. Was mir zum Beispiel massiv geholfen hat beim Einschlafen, weil ich hatte das ja hauptsächlich nachts. Ja, ich habe da mal ein Video zugemacht, das verlinke ich euch mal oben zum Thema Meditation. Keine komplizierte Meditation. Ich weiß, es gibt hunderte von Arten zu meditieren und
mit ganz vielen verschiedenen Zielen, sei es nur irgendwelche Chakren öffnen oder irgendwelche Zen-Meditationen, wo es wichtig ist, an gar nichts zu denken ist. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich habe mit meinen Emotionen und Gedanken so ein bisschen gearbeitet, um die anzunehmen. Und konnte dadurch zum Beispiel nachts ohne Gedanken zu haben, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch hinlegt und euer Kopf ist voller Gedanken und ihr könnt die überhaupt nicht abschalten. Das habe ich damit, bin ich damit losgeworden. Ja. Natürlich auch grundsätzlich mit der Änderung meiner Einstellung dazu, meiner Lebenseinstellung, meines Umgangs mit solchen Dingen, die mir passieren, die in meinem Kopf vor sich gehen. Ja. Es ist ein riesengroßes Gesamtbild, was notwendig war, um quasi diese Ursache, nämlich diese mentalen Belastung, diesen mentalen Druck sozusagen loszuwerden. Aber es sind, wie gesagt, nicht nur diese eigentlichen Dinge verschwunden, wegen denen ich das gemacht habe, nämlich hauptsächlich meine Geräusche im Ohr damals, und meine DR, die mich so fertig gemacht haben damals, sondern ich habe eben gemerkt, dass auch eine ganze Menge andere Dinge parallel dazu verschwinden. Und eine, die mich echt gefreut hat, war, dass ich dieses Problem nicht mehr habe. Das ist alles ganz locker inzwischen, es ist nicht mehr so angespannt, ich lege mich nachts hin. Mir hat seitdem keiner mehr gesagt, dass ich, also ich lege mich nachts hin und kann recht schnell einschlafen, ich knurre nicht mit den Zehen und mir hat noch keiner gesagt bis jetzt, dass ich das wieder tue. Doch ein einziges Mal hat mir das ein Kumpel gesagt, als ich mit ihm in Island war. Und es war irgendwie so ein stressiger Tag, irgendwas war stressig und ich habe dann abends nachts im Schlaf das kompensiert. Da hat er gesagt, ich habe irgendwie mal, in einer Nacht habe ich mal die Zähne so aufeinander geknallt ein paar Mal. Das war auch das einzige Mal, also ansonsten überhaupt kein Feedback mehr dazu. Und ich merke das ja auch selbst, ich bin ja selbst davon wach geworden auch teilweise, ja. Und meine Nachbarn haben auch nichts mehr gesagt und Leute, die irgendwie in meiner Umgebung schlafen, auch nicht mehr. Also, und ich merke das auch im Kiefer, dass das alles viel entspannter ist und dass das am nächsten Morgen nicht so verkrampft ist und so. Und auch in dem Bereich merke ich das natürlich. Also es war einfach ein positiver Nebeneffekt, dass solche Folgen dieser Anspannung im Grunde auch verschwunden sind. Und das zieht sich auch durch ganz, ganz viele andere Bereiche, die irgendwie was mit dieser Anspannung zu tun haben. Ihr wisst, so, auch so Wahrnehmungsphänomene, sowas wie meine Mouche Volante hier, diese Eye-Floater, die ich hatte, diese kleinen Dinger im Auge oder mein Visual Snow, wo ich letztens ein Video gemacht habe. Generell all solche Dinge, die irgendwie diese gemeinsame Ursache für mich hatten, nämlich diesen mentalen Druck, diesen mentalen Stress, diese Belastung, diese Anspannung. Das ist alles damit verschwunden. Aber hauptsächlich ging es mir jetzt erstmal um diese Zahngeschichte, ja, die CMD-Geschichte. Genau, es gibt auch ein Video von einem anderen YouTuber. Ich muss mal gucken, ob ich das finde. Wenn ich das finde, der spricht auch zu dem Thema CMD. Sind viele immer zwiespältig. Ich weiß, dass sehr viele das nicht so betrachten und nicht so die Lösung im Mentalen suchen, sondern eher in somat, also in körperlichen Dingen so. Ich möchte es trotzdem verlinken, weil ich es sehr gut finde. Und deswegen packe ich das, wenn ich es finde, packe ich das euch mal da oben in die Infobox. Und ansonsten, ihr könnt mir mal von euren Erfahrungen berichten. Also ich Skype ja immer ab und zu mal mit ein paar Leuten von euch. Findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung den Link dahin, wie ihr mit mir skypen könnt. Weil manche machen das gerne, wollen gerne so auf die Art und Weise in Kontakt treten mit mir. Und ich habe dort im Skype auch schon von vielen von euch gehört, dass es bei euch genauso ist. Dass wenn sich das bessert, wenn ihr besser mit diesen anderen Dingen klarkommt, wenn ihr mit euren Ohrgeräuschen und so besser klarkommt, dass da so kollateral, sage ich mal, andere Dinge auch mit verschwinden, die Probleme waren. Viele Leute schlafen wieder viel besser und schlafen durch, wachen nachts nicht mehr auf, brauchen keine halbe Stunde mehr, um einzuschlafen. Ich persönlich schlafe in 2 Minuten ein inzwischen oder so. Und ich habe früher auch ganz oft wach gelegen. Ich merke, dass manchmal schlafe ich schlechter ein, wenn ich irgendwie nervös bin oder irgendwas auf mich zukommt, so was Spannendes oder Wichtiges, was ich zu erledigen habe. Ja, oftmals positive Dinge zum Glück inzwischen. Ja, ich schweife aber da ab.
Also mich würde das auch mal interessieren, deswegen habe ich den Satz eigentlich angefangen, ob ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Wenn ja, dann teilt es mir gerne mit. Ihr könnt es unten unter das Video drunter schreiben. Oder wenn ihr in unseren Gruppen seid, schreibt es gerne in unsere Gruppen, einfach damit andere auch lesen, was für positive Nebeneffekte das hat. Ja? Und dass man manchmal in den Griff bekommen von einer bestimmten Sache oder einer bestimmten Grundproblematik ganz, ganz viele Baustellen lösen kann, ne? An denen man sonst immer so einzeln rumdoktort. Weil ich kann mich erinnern, dass ich wegen dieser Kiefersache immer zum Arzt gegangen bin, also zum Zahnarzt, wegen dieser Verspannungsgeschichte zum Orthopäden und so weiter. Also für jede Sache irgendwie immer irgendeinen Fachmann gesucht habe. Ja? Das ist zwar am Anfang wichtig, auf jeden Fall, das mal abzuklären und mal zu gucken, ob das irgendwelche anderen Ursachen haben könnte. Aber das hat es nie bei mir. Also es wurde immer gesagt, nein, das ist alles in Ordnung, keine Probleme, gar nichts liegt im Stress. So ungefähr. Hat es ja letztendlich auch getan. Wobei, ihr wisst, dass dieses Wort Stress ein bisschen zu oberflächlich ist und oftmals ein bisschen in die falsche Richtung führt. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Werft mal vielleicht einen Blick auf das Video und schreibt mir einfach mal, wie eure Erfahrungen damit sind, ob ihr da auch Zusammenhänge für euch erkannt habt, ob das nachgelassen hat für euch, als ihr auch eigentlich andere Probleme angegangen seid. Weil das war nämlich die Erfahrung, die ich gemacht habe. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bevor ich hier 11,5 Minuten, bevor ich hier noch länger plappere. Macht's gut.